Ja, einen schönen guten Morgen auch von meiner Seite. Herzlich willkommen und danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Beginnen wir mit dem Umsatz des letzten Wirtschaftsjahres. Wir haben einen Umsatz von 1,78 Milliarden Euro erreicht. Das ist eine Steigerung von etwa 132 Millionen Euro, beziehungsweise 7,99%, wenn man ganz exakt ist. Wir bauen auch laufend weitere Tochtergesellschaften und Repräsentanzen weltweit aus. Wie Sie wissen, beliefern wir ja mehr als 120 Märkte auf der ganzen Welt. Und unser Auslandsumsatzanteil beträgt 97% nach wie vor. Wenn wir die einzelnen Wirtschaftsregionen betrachten, dann sehen wir, dass wir den größten Umsatzanteil in den EU-Märkten machen mit 48%. Dann folgt, also der nächstgrößere Markt ist dann USA mit 16% Umsatzanteil und in allen anderen Märkten zusammen generieren wir 36% unseres Umsatzes. Ein Wort zu den Mitarbeiterzahlen, auch diese sind wieder ordentlich gewachsen im letzten Wirtschaftsjahr. Wir hatten durchschnittlich in der Gruppe 7.140 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, davon 5.445 in Vorarlberg. Sie sehen also, der Großteil unserer Belegschaft ist nach wie vor in Vorarlberg angesiedelt. Die aktuellen Zahlen in der Gruppe sind 7.287 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, das sind 358 mehr als zum gleichen Stichtag des vergangenen Jahres. Und in Vorarlberg liegen wir momentan bei 5.530 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das ist eine Zunahme von 231 Personen im Vergleich zum Stichtag des Vorjahres. Wir konnten auch unseren Umsatz pro Mitarbeiter im vergangenen Jahr auf 250.400 Euro steigern. Noch ein Wort zu der Lehrlingsausbildung, die natürlich immer wichtiger wird, weil der Fachkräftemangel nimmt nach wie vor zu. Wir werden mit September 2017 in der Gruppe 341 Lehrlinge in Ausbildung haben. Das ist eine neue Rekordzahl, davon 325 in Vorarlberg und 16 bei Blum USA. Im September stellen wir die neue Rekordzahl von 93 neuen Lehrlingen ein, davon sind 15 Mädchen. Das heißt, die Initiativen in Richtung technische Berufe für Mädchen, es beginnt etwas zu greifen. Uns wäre es lieber, wenn sich noch mehr Mädchen für diese Berufsbilder entscheiden könnten. Dann noch ein Wort zur Investitionssumme. Wir haben im vergangenen Wirtschaftsjahr 174,6 Millionen Euro investiert, davon den Großteil mit 127,2 Millionen in Vorarlberg und 47,4 Millionen international.